Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Testet. Heute zwei schräge Typen vor der Kamera. Der eine hier in Braun, der andere in Midnight Teal. Metallic Lackierung gehalten. Das hier ist der Toyota CHR. Ein charismatisches Kompakt-SUV der japanischen Autobauer mit Vollhybrid-Antriebsstrang, der besonders effizient sein soll. Das werden wir heute testen, ob er es auch ist. Natürlich werden wir uns den CHR auch genauer anschauen, was ihn so charismatisch macht, wie er sich fährt, wie die Platzverhältnisse sind und natürlich auch, was er kostet am Ende des Tages. All das werdet ihr heute erfahren von diesem komischen Typen. Und der komische Typ in Braun, das ist der Ubi und der erzählt euch heute alles eben zum Midnight Teal lackierten Toyota. Wenn euch das Ganze gefällt, vergesst den Daumen nach oben nicht. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende diskutieren können. Und vor allem abonniert diesen Kanal. Und jetzt würde ich sagen, ich steige ein. Wir gehen auf Fahrt mit dem Toyota CHR 1.8 Hybrid Team Deutschland. Viel Spaß. Der Toyota CHR entspricht dem Kompaktsegment und teilt sich hier so den Wettbewerb auf mit natürlich dem Favoriten, dem Volkswagen T-Roc, der hier der Klassenprimus ist, zumindest wenn man den Verkaufszahlen Glauben schenkt. Er ist 4,36 Meter lang, in der aktuellen Variante 1,83 Meter breit, ohne die großen Außenspiegel. Und hat eine Bauraumhöhe von 1,56 m. Äußerlich fällt der Wagen auf jeden Fall sofort auf im Straßenbild durch sehr viele charakteristische Merkmale. Schauen wir uns die Front an. Da haben wir diese C-förmigen LED-Scheinwerfer, die hier verbaut sind, die schon sehr präsent sind, die sich weit in die Karosserie hineinziehen. Wir haben auch einen sehr prägnanten Kühlergrill-Ausformung, die dann nochmal unterstützt wird von einem nicht lackierten Kunststoffteil hier. Am Heck ist das Fahrzeug sehr charakteristisch, wenn wir uns das anschauen, eben mit diesem Heckspoiler, der auch die Rücklichter aufnimmt und sogar in der Mitte dann noch den Toyota CHR-Schriftzug trägt, unter dem überhalb des Markenlogos. Also das ist schon wirklich echt cool gemacht, wie ich finde. Bisschen schade ist die eher triste Außenlackierung, die unser Testwagen hier trägt. Die Heckklappe öffnet in unserem Fall manuell, optional elektrisch und gibt dann den Weg frei in einen durchaus großzügigen Kofferraum. Eher klassenübliches Standard-Laderaumvolumen von 447 Litern hat, wenn man denn die Rücksitzlehnen senkrecht aufstellt und dachhoch belädt. Die Ladekante ist etwas hoch, dennoch aber ein breiter und tiefer Kofferraum. Die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegen. Es entsteht leider hier eine Stufe, die Literangabe 1155 Liter. Wenn man dann noch mehr Platzbedarf hat, die Anhängelast ist allerdings typisch Hybrid eher gering. Die liegt bei lediglich 725 Kilogramm. Wer also mehr ziehen möchte, der braucht hier definitiv ein anderes Fahrzeug, denn auch der zweite Antrieb und der stärkere Antrieb kann nicht mehr ziehen. In der zweiten Sitzreihe gibt es dann ausreichende Platzverhältnisse für meine Größe von 1,76. Hinter meinem imaginären Ich habe ich genügend Kniefreiheit. Die Kopffreiheit ist sehr großzügig bemessen, wie ich finde. Allerdings gibt es keine Haltegriffe etwa, keine Mittelarmlehne, dafür aber einen USB-C-Anschluss in der Mittelkonsole. Schön ausgeformt sind die Türverkleidungen hinten, da kann man den Arm gut drauflegen. Und es gibt auch einen großzügigen Becherhalter. Auch das ist nicht Standard im Normalfall. Die Türtafeln im vorderen Bereich sind dazu eher etwas großzügiger bemessen. Da gibt es auch ein kleines Ablagefach zusätzlich hin drinnen. Die Schenkelauflage könnte etwas größer sein für meine Begriffe. In unserem Fall gibt es auch hier eine Lordosenstütze, eine elektrische für den Fahrer, die auch gut nutzbar ist und die dann nochmal für mehr Unterstützung im Rücken sorgt. Die Sitze sind dreistufig beheizbar, bieten einen guten Langstreckenkomfort. Das Lenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar. Auch das passt ganz gut. Beim Blick über den Instrumententräger
fällt auf, dass zum einen die Verarbeitung wirklich gut ist. Wir haben sehr weich aufgeschäumte Kunststoffe hier im Fahrzeug verbaut. In unserem Falle hier thront in der Mittelkonsole ein 12 Zoll großes Infotainment-Display. Serienmäßig bei den unteren Ausstattungslinien ist lediglich ein 8 Zoll großes Display. Immer Serie bei allen Toyota CHR-Modellen ist ein volldigitales Kombi-Instrument, was mehrere Anschaumöglichkeiten oder Auswahlmöglichkeiten für die Anzeigeflächen bietet. Wir können uns die einzelnen Tubeninhalte unterschiedlich anzeigen lassen und hier zum Beispiel den Energiefluss, den Bordcomputer, Navigationshinweise oder Fahrassistenzen anzeigen lassen. All das kann dann etwas umständlich über das Dreispeichen-Multifunktionslenkrad eingestellt werden. Am Multifunktionslenkrad selbst gibt es dann auf der linken Seite eben die Einstellmöglichkeiten für das Kombi-Instrument und darunter die Audiobedienung. Auf der rechten Seite ebenfalls Audiobedienung im unteren Teil, im oberen Teil dann das Thema Fahrassistenz und Tempomat. Kommen wir zum Multimedia-System. Das ist einfach aufgebaut, bietet eine logische Struktur, hat auf der linken Seite eben Direktwahltasten. Die sind gut erreichbar. Das Display liegt nicht allzu weit vom Fahrer entfernt. Dadurch kann es auch gut bedient werden. Im unteren Bereich drei Tasten mit der Lautstärkenregulierung zum einen, zum anderen auch den An- und Ausschalterknopf. Darunter zwei Lüftungsausdüsen, Lüftungsaustrittsdüsen und eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Darunter dann auch die Bedienung für die Lenkradheizung und die beheizten Wischblätter und ein USB-C-Anschluss. Eine Induktivladeschale ist ab der Ausstattungslinie Team Deutschland serienmäßig verbaut. Dann gibt es eben noch zwei Becherhalter in der Mittelkonsole und den Stick für das Getriebe, das stufenlose Automatikgetriebe. Hier den Wählhebel, dahinter die Drive-Modes, die wir durchschalten können. Wir können zwischen Eco, Normal, Sport und Custom wählen. Ich fahre hier im Normalmodus, denn der ist basismäßig eingestellt und der funktioniert auch wirklich gut. Ausgearbeitet sind die einzelnen Fahrmodi nicht so krass, dass man sagen würde, da lohnt es sich jetzt hin und her zu spielen. In meinen Augen kann man da ganz gut mit dem Normal im Alltag zurechtkommen. Das reicht auch, um sportlich zu fahren oder aber eben effizient zu fahren. Es gibt auch einen EV-Mode, den man dann zum Beispiel in einer Umweltzone oder im Vorort oder daheim beispielsweise ganz gut nutzen kann, wenn man dann eben hier die Möglichkeit haben möchte, leise durch die Ortschaft oder durch die Nachbarschaft zu gleiten. Mir gefällt das Cockpit sehr gut. Es ist eher so ein bisschen zum Fahrer hin orientiert mit der Mittelkonsole. Das Display auch ein wenig mehr zum Fahrer orientiert. Das sorgt dann eben für eine durchaus gute Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit auch während der Fahrt. Und während der Fahrt ist natürlich entscheidend, was der Antriebsstrang kann. Und hier unter der Motorhaube, wie schon mal erwähnt, ein 1,8 Liter Vierzylinder Saugmotor, den wir jetzt auch hören, der akustisch durchaus präsent ist. Und wenn man dann mal mehr beschleunigen muss, vor allem deutlich kräftiger, dann hören wir den natürlich auch deutlich nach oben spulen. Durch das CVT-Getriebe wird dann eine Drehzahl von ungefähr 5000 Umdrehungen hochgespult, um da eben die Maximalleistung des 1,8 Liter Motors abzurufen. Der Elektromotor, der boostet dann zusätzlich noch mit rein. Wenn wir uns die Leistungsverteilung einmal anschauen, so haben wir eben hier 72 kW bzw. 98 PS beim Verbrennungsmotor und wir haben 70 kW bzw. 95 PS bei der Elektromaschine. Es ergibt sich dann eine Systemleistung von 103 kW bzw. 140 PS. Das sorgt dann dafür, dass der gut 1,5 Tonnen schwere CHR in 9,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit ist bei 175 Stundenkilometern erreicht. In der Praxis bedeutet das allerdings, dass der Toyota CHR mit dem 1,8 Liter Hybridsystem auch eher ein Cruiser ist. Er möchte eher ruhig gefahren werden. Er bietet jetzt nicht
riesige Entfesselung von Kräften, wenn man dann vorwärts geht, wie man das vielleicht mit Elektroantrieb erwarten würde. Die 140 PS sind durchaus ausreichend für alle Lebenslagen. Man kann immer noch gut auf Landstraßen überholen. Man hat auch auf der Autobahn genügend Kraftreserven, um eben bis 160 ordentlich voranzukommen. Darüber wird es dann deutlich zäher und er kämpft sich dann eben bis gut 180 Tacho ungefähr nach oben. In der Praxis auch interessant ist natürlich das Thema Akustik. Und da muss man sagen, ist der Antrieb sehr gut gekapselt. Man hört den Vierzylinder-Benziner kaum. Wenn er denn mal läuft, dann merkt man es auch, aber er fällt nie negativ auf. Im Gegenteil, das ist alles sehr, sehr gut gedämmt und passt auch sehr gut. Ich konnte auch mal kurz den 2 Liter fahren und da muss ich sagen, der ist noch mal souveräner. Der passt auch noch ein bisschen besser dazu, wenn man noch ein bisschen mehr kraftvoller unterwegs sein möchte, viele Steigungen zum Beispiel mit hat, dann wirkt das Ganze noch mal deutlich souveräner. Da ist dann der Aufpreis von 2000 Euro sicherlich durchaus gut investiert. Gut investiert hat Toyota auch ins Fahrwerk. Wir haben hier ein sehr ausgewogenes Fahrwerk. Es ist sehr schluckfreudig. Lediglich so Querfugen, die spürt man, dass sie aufgenommen werden und ein bisschen weitergereicht werden, auch an die Insassen. Dennoch alles insgesamt eher noch so in Watte gepackt. Nie wirklich extrem hart oder aber unkomfortabel. Das Fahrzeug wirkt insgesamt sehr ausgewogen. Ausgeglichen, angenehm ausbalanciert. Die Lenkung ist angenehm, leichtgängig, bietet aber noch genügend Rückmeldung von der Straße und so lässt sich der CHR auch durchaus etwas sportlicher um die Ecke fahren, wenn auch dann bei sportlicher Fahrweise eher so ein bisschen das Feedback von der Straße auf alle Fälle über die Lenkung fehlt, das Fahrzeug dann auch recht frühzeitig über die Vorderräder anfängt zu schieben. Aber alles sehr gut kontrollierbar oder eben durch das serienmäßige ESP wird das Ganze dann eingegriffen oder eingeregelt. Geregelt werden auch die Fahrassistenzsysteme eben hier im Toyota CHR. Wir haben in unserem Fall hier eben aktive Spurhaltung, aktive Abstandsregulierung und auch Notbremsfunktionen sowie tote Winkelwarnung oder aber Querverkehrswarnung bzw. Notbremsung beim Rückwärtsfahren mit eben Annäherungssensoren. All das funktioniert auch sehr, sehr gut, sehr zuverlässig vor allem und sorgt auch dann für eine deutliche Entspannung, gerade wenn man mehr auf längeren Strecken mit dem Toyota unterwegs ist. Ich werde jetzt noch ein paar Meter unterwegs sein und dann geht es gleich zum Fazit. Da bekommt ihr alle Infos zum Thema Verbrauch, Kosten und meine persönliche Meinung. Also bleibt dran und wir sehen uns gleich. Kommen wir zum Fazit des Toyota CHR. Ein echt verdammt cooler Typ. Optisch gefällt er mir echt gut, allerdings sollte man ihm meiner Meinung nach schon eine etwas peppigere Lackierung gönnen. Auch cool finde ich die Heckansicht, das ist so meine Schokoladenseite für dieses Auto, wie ich persönlich finde. Und auch sonst konnte der CHR echt gut überzeugen. Die Verarbeitung ist gut, die Variabilität ist ausreichend, der Kofferraum, der bietet genügend Stauraum, um im Alltag zurechtzukommen und so ein kleines Crossover-SUV ist natürlich jetzt immer irgendwo so ein bisschen kompromissbehaftet, braucht man nicht reden. Dennoch, meiner Meinung nach, viele Kompromisse muss man hier mit dem Toyota auf alle Fälle nicht eingehen. Gerade auch das Thema Antriebsstrang ist eben eines, da bekommt man sozusagen das Beste aus allen Welten, wie ich persönlich finde. Der Hybrid ist zwar jetzt nicht der emotionalste und vielleicht auch nicht der kräftigste und sportlichste, aber dafür eben harmonisch, ruhig, gelassen, genauso wie man eigentlich den Alltag bestreitet normalerweise, und er schafft es dann auch sensationelle Verbrauchswerte zu kreieren. Auf unserer Verbrauchsrunde hat er jetzt tatsächlich 4,26 Liter ausgerechnet verbraucht und damit ist das schon eine echte Wuchtbrumme, denn mit dem 43 Liter Tank schafft er dann eben so rund 1000 Kilometer Reichweite, was ja sonst eher so der Diesel schafft. Zudem kann man eben in bestimmten Bereichen immer wieder elektrisch unterwegs sein. Der elektrische Anteil kann im Kurzstreckenbetrieb sogar bis zu 60% betragen. Also auch das funktioniert echt gut im System, im Alltag, ohne dass man eben irgendwas machen muss, einstellen muss oder ähnliches. All das macht die Elektronik hervorragend. Es ist toll abgestimmt und das System ist über Jahre schon bewährt. Denn Toyota hat seit deutlich über 10 Jahren bereits diese Vollhybridtechnik zum
ausgereiftesten Punkt gebracht, den man aktuell schaffen kann. Und meiner Meinung nach sind sie in diesem Thema Vollhybrid absolut führend. Das merkt man ja auch, dass beispielsweise Mazda hier diese Technik zum Beispiel auch immer wieder einkauft. Hier in meinen Augen bekommt man ein echt tolles Kompakt-SUV mit schönem, interessantem Mal Design. Die Ausstattung, die hier unser Fahrzeug trägt, ist die Ausstattungslinie Team Deutschland. Die hat auch alles im Prinzip drin, was man so haben möchte. LED-Scheinwerfer, 18 Zoll Leichtmetallräder, Zweifarblackierung, abgedunkelte Scheiben, Klimaautomatik, Navigationssystem, Sitzheizung. All das ist hier schon drinnen. Der Einstiegspreis liegt bei 34.990 Euro für die Ausstattungslinie Flow und unser Fahrzeug kostet, so wie er da steht, 38.910 Euro. 2.000 Euro mehr könnt ihr investieren, dann gibt es den stärkeren Hybrid-Antriebsstrang mit einer Systemleistung von 197 PS anstatt 140 PS. Auch ein 2-Liter-Aggregat steckt dann unter der Haube, der ist dann noch ein bisschen ruhiger, noch ein bisschen kraftvoller. Da kann man dann auf alle Fälle nochmal was rausholen, wenn man dann etwas mehr Performance möchte. Und die 2000 Euro kann man dann mit seinem Toyota-Händler vielleicht noch ein bisschen verhandeln. Verhandeln brauchen wir jetzt nicht miteinander, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir jetzt eure Kommentare unten in der Kommentarbox hinterlasst, wenn ihr dem Kanal ein Abo schenkt und mir das ganze Video liked. Ich bin auf eure Meinung sehr gespannt, bedanke mich, dass ihr reingeklickt habt, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.